Hallo und guten Tag zu einer neuen Ausgabe hier vor bei Shogi Banogi, eure Tagesdosis Angeberwissen Daily. Sascha, Christian, Geburtstag des Tages ist heute Reinhold Messner. Reinhold Messner, der alte Klettermax? Der alte Klettermax, der erste Mensch, der alle 14 8000er bestiegen hat. Echt? Ja. Das war er? Ja. 17, der Klettermax aus Paris. Am 17. September hat er Geburtstag. Was sagt mir das? Was sagt mir das? Was sagt mir das? Nix sagt mir das. Genau. Ja. Bergsteiger, Bücher geschrieben, politischer Aktivist. Ja. Als die Fresse aufgerissen. Ja. Geklettert. Als weitergeklettert. Ja. Ja, also es ist halt, ich habe den mal ein Interview gesehen, ist halt so ein bisschen wie wir, so Labersack. Ja. Ja. Ist ja nichts Schlechtes. Ja. Kann ja auch sympathische Menschen. Sympathisch. Ja, am 17. September 1631 unterliegt in der Schlacht bei Breitenfeld, in der Nähe von Leipzig, kennst du bestimmt, ja. Kenn ich. Die von Tilly geführten kaiserlichen Truppen dem schwedischen Heer. Mit zwei E. Hier. Da ist kein schwedischer Herr, der da eben unterwegs gewesen ist, sondern Tilly hat dann eben das. Sondern im schwedischen Herr. Und da haben die sich. Da haben sie sich gekabbelt? Gekabbelt. Haben wir so Menno. Menno. Ey, hör mal auf. So haben sie gemacht, ja? Ne? So. Und das war dann da. Die Schweden haben ja immer so. Egal. Und die wurden auch noch von Tilly. Tilly hat immer. So, männliche Schlechter. Oh mein Gott, hört auf, da kommt Tilly. Die ist aber ganz fies drauf. Sie waren gerade die Hände drin. Ja, wer das nicht alles nicht versteht, ja, der muss seine älteren Zeitgenossen fragen. Genau. Tilly. Ja. Ich sag Cheerio, um es so springen. Wir sehen uns morgen am 18. September. Bis dahin könnt ihr den Kanal abonnieren und sowas. Morgen wird es bestimmt irgendwie ein bisschen sinnreicher. Genau. Aber wir haben ja schon mal richtig viel Sachen heute. Also mir kann's, egal wie viel ich sage, ich kann es nicht mehr retten. Tilly. Cheerio, um es so viel.